Was geht ab, meine Überlebenskünstler, und willkommen zurück zu einer weiteren DayZ-Folge. In der heutigen Folge wird es mal was anderes sein. Ich denke, ihr habt es schon gemerkt, die Folge geht nicht ganz so lang wie die anderen DayZ-Folgen. Heute werden wir uns DayZ auf der PS5 mal anschauen. Ich habe die PS5 hier bei mir zu Hause stehen. Ich habe für euch Content erspielt und das gleiche noch einmal auf der PS4 Pro. Ich würde sagen, das ist eine gewisse Art und Weise ein Stresstest von DayZ auf der PlayStation 5. Ihr werdet im Verlauf des Videos sehen, dass auf der linken Seite die PS4 Pro ist und auf der rechten Seite die PlayStation 5. Ich habe versucht, jeden Content und jede Aktion genau das gleiche noch einmal so durchzuführen, dass ihr ganz genau seht, wie gut DayZ auf der PS5 läuft. Und genau dafür haben wir uns natürlich die Problemorte zur Seite gezogen, wie zum Beispiel Elektro oder Zeleno. Und dort werden wir die ganzen Tests durchführen. Genauso werden wir auf dem Airfield auf einem Deathmatch-Server sein und wir werden im ATC rumballern, wo es nur geht. Und ihr werdet sehen, wie gut die Performance auf der PS5 läuft. Und natürlich, bevor ich es vergesse, wir fangen jetzt natürlich nicht von ganz von vorne an, wie zum Beispiel, wie schnell ist der Ladescreen und. Ich kann euch nur eins versichern, der Ladescreen ist verdammt schnell und man ist binnen Sekunden in-game. Also da bin ich wirklich absolut zufrieden. Ich würde jetzt mal an dieser Stelle einfach sagen, bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, seid gespannt, wie das auf der PS5 läuft. Jetzt geht's rein in das Video. Als ersten Test haben wir uns natürlich etwas rausgesucht, was wir alle hassen, aber auch absolut lieben. Und das sind natürlich die Fahrzeuge. Und die haben wir ausgiebig in Elektro getestet. Jetzt drauf, den Bus. Absoluter Schmutz an der Stelle, liebe Leute. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Ich möchte es natürlich nicht verschweigen. Auf der PS5 läuft es natürlich deutlich besser wie auf der PS4 Pro. Aber es gibt trotzdem leichte Ruckler und kleine Lags. Aber die sind noch lang nicht so schlimm, dass ihr irgendwie mit dem Auto crasht oder sogar darin stirbt. Ich weiß, kurzer Tipp, mittlerweile gibt es wieder den Bug, dass wir in den Autos auf den Mond fliegen können. Liebe Leute, ist mir jetzt gar nicht passiert, aber wenn es euch passieren sollte, es kann sein, dass ihr verbuggt seid. Deswegen macht kurz einen Relog, steigt wieder ein und eigentlich sollte es dann wieder funktionieren, wenn ihr natürlich heile vom Mond zurückkommt. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir ziehen das Fazit hier aus diesem Test heraus. Es läuft auf jeden Fall deutlich besser wie auf der PS4 oder der PS4 Pro. Und an dieser Stelle würde ich jetzt aber mal sagen, ab in den zweiten Test. Oh ja, wir alle kennen es, wenn wir nur nicht einmal normal geradeaus laufen können, weil sich vor uns irgendwas nicht aufgebaut hat. Genau, jetzt geht es nämlich um die Bewegungsperformance in einer Stadt. Auch hierzu sollte es natürlich absolut klar sein oder eindeutig sein, dass es auf der PS5 deutlich stabiler läuft und es ploppt nichts mehr im Vordergrund auf, wie bei der PS4. Ich weiß nicht, ob ihr es am Anfang gesehen habt, aber der Bus war zuerst nicht da und dann ist er natürlich aufgetaucht. Natürlich haben wir es nicht nur beim Rüberlaufen über die Straße gelassen, sondern Percy hat noch in die Luft geschossen. Ich habe auch noch ein bisschen rumgeballert. Wir wollten einfach sehen, in Aktion, wenn es irgendwie einen Fight geben sollte, ploppt irgendeine Textur auf oder verschwinden irgendwelche Texturen. Das seht ihr jetzt. Granate.
Es ist einfach absolut faszinierend, wenn man das einfach nochmal beobachtet, wie schnell man in Kimmel und Korn kommt oder in den Scope rein, ohne dass es groß ruckelt oder irgendwelche Texturen verschwinden. Ich würde jetzt an dieser Stelle sagen, wir ziehen das Fazit und ich finde, DayZ läuft auf der PS5 auch hier unter diesen Umständen wunderschön. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir kommen zu Test Nummer 3, die Kampfperformance in Celeno. Und auch hier wieder natürlich ein kurzes Update. Fragt mich nicht, was da los war, aber Celeno war an diesem Tag wirklich absolut spielbar. Das ist jetzt nicht, dass ich die PS4 irgendwie in Schutz nehmen will oder die PS5, aber mir ist es halt wirklich aufgefallen, weil ich finde, die FPS, die da jetzt gedroppt sind, waren niemals so schlimm, wie wir es alle schon mal in Celeno erlebt haben. Also die Lags und die Ruckler, die gingen völlig klar. Man hätte da locker richtig schön fighten können. Ich muss aber trotzdem dazu sagen, bei der PS5, und bei der PS4 merkt man am Ende, wo die Zombies auf mich zurennen und wo ich reingesprayt habe, dass bei der PS4 mehr Frames gedroppt sind als bei der PS5. Was natürlich letztendlich das Spiel deutlich spielbarer macht und man nicht mit Kopfschmerzen danach aus Celeno rausrennen muss. Aber jetzt würde ich sagen, wir kommen zu einem kleinen Quick-Tipp für Leute, die ein Headset auf dem Kopf haben, aber nicht wissen, wie man mit anderen Leuten redet. Um in den Ingame-Chat zu wechseln, müsst ihr einmal die PS-Taste drücken, seht dann sofort die Party, klickt da oben drauf und ändert dort einfach auf Sprachchat im Spiel, klickt auf Umschalten und schon habt ihr den Sprachchat für das Spiel aktiviert. Jetzt könnt ihr mit anderen quatschen. Hallo! Und nachdem ich euch das jetzt natürlich erklärt habe, würde es dir jeder Bambi und auch ich absolut danken, wenn du dein Headset benutzt und einfach erstmal quatscht, bevor du die Bambis über den Haufen ballerst. Vielen Dank! Liebe Leute, kommen wir jetzt einmal zu Test Nummer 4, wo ich glaube, in euren Augen einer der wichtigsten Tests überhaupt, wie ist das Kampfverhalten auf dem Airfield auf einem Deathmatch-Server im ATC Tower. Und da haben wir versucht, die PS5 mal so ein bisschen an ihre Grenzen zu bringen.
Bevor jetzt natürlich irgendwelche Missverständnisse hier in den Raum geworfen werden, ihr müsst natürlich eins bedenken, liebe Leute, es ist natürlich nicht so einfach, in einem ATC-Tower immer wieder dieselbe Aktion oder dieselbe Reaktion der Gegner zu erwarten. Ich habe auf jeden Fall immer darauf geachtet, dass Leichen im Tower liegen und ich habe immer darauf geachtet, dass auf jeden Fall Spieler im Tower sind. Somit haben wir in ungefähr die gleiche Frequenz, wo jetzt die PS4 läuft und die PS5, also dass sie ungefähr identisch sind. Und wie man natürlich sehen kann, ist, dass auf der PS5 es wirklich tausendmal besser und flüssiger läuft. Es macht um einiges mehr Spaß und es ist, ich würde mal sagen, so auf irgendeine Art und Weise auch etwas unfair, wenn jemand eine PS5 hat und der andere hat eine PS4 oder eine PS4 Pro. Ich finde, der mit der PS5 ist schon deutlich im Vorteil, weil bei ihm alles deutlich flüssiger läuft. Er kann viel besser agieren und reagieren als einer auf der PS4. Man hat es gesehen, wir waren in einem Raum, der hat mich einfach überhaupt nicht gekriegt. Gut, ich hatte Dusel, ich hatte auch die PS4, ich habe ihn mit der VSD weggeholt, aber letztendlich denke ich, dass es bei ihm auch so hart geruckelt hat, dass er mich einfach nicht erwischt hat. Und ich finde, das ist schon ein Ticken unfair, wenn man dann eine PS5 hat. Und zu guter Letzt kommen wir zu Test Nummer 5, der Kampf gegen Wildtiere, das bedeutet gegen Wölfe und gegen Bären. Für diesen Test habe ich mich aber explizit nur auf die Wölfe konzentriert, weil die einfach in Tschernobyl dich im Rudel angreifen und ein Bär tritt meistens immer vereinzelt auf. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir springen rein, wir kämpfen jetzt gegen ein paar Wölfe. Und jetzt nochmal ganz zum Schluss nochmal mein Fazit zu Test Nummer 5. Ich finde, es hat keinen wirklichen Unterschied gebracht, ob ich jetzt auf der PS5 gespielt habe oder auf der PS4 Pro. Ich finde, gut, klar, spielerisch vor dem Bildschirm habe ich gemerkt auf der PS5, dass ich vielleicht ein bisschen mehr FPS habe wie auf der PS4 Pro. Aber ich finde, es war absolut spielbar. Also da würde ich jetzt absolut kein Fazit ziehen wollen. Da war ich eigentlich sehr positiv überrascht. Ich dachte, da würde die PS4 absolut abschmatzen bei so vielen Wölfen. Aber hat mich auf jeden Fall sehr überrascht. Gut, es kann auch vielleicht daran liegen, dass der Server leer war. Ich und die Wölfe waren alleine auf dem Server. Aber letztendlich, es ist absolut spielbar, liebe Leute. Und jetzt würde ich gerne noch ganz kurz zu einer eigenen Sache kommen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran, ist informativ. In den letzten Wochen und Monaten haben mich natürlich sehr, sehr viele Nachrichten erreicht, ob das jetzt auf YouTube war oder direkt über die PlayStation, über private Nachrichten, was denn jetzt mit meinem YouTube-Kanal sein wird. Werden noch weiterhin Videos kommen oder nicht? Und genau deswegen möchte ich auf diesem Wege kurz mit euch darüber sprechen und euch einfach kurz einen Einblick in mein Privatleben geben, wie es gerade momentan aussieht. Ich möchte auf jeden Fall weiterhin YouTube machen und ich werde auch weiterhin YouTube-Videos für euch hochladen. Also ihr dürft auf jeden Fall gespannt sein, es wird eine Menge DayZ-Content kommen. Es wird aber wahrscheinlich eher sporadischer Videos kommen. Also ich gehe mal davon aus, so alle 2 Wochen ein Video, was 30 bis 40 Minuten, also so wie ihr es gewohnt seid, wird auf jeden Fall hochgeladen oder wird auf jeden Fall erscheinen. Das Ding ist halt einfach, wir haben natürlich nicht nur hier Corona-Morona, ja, seit 2020, sondern jetzt ist natürlich auch die PlayStation 5 da. Und das Geile daran ist natürlich, dass man auf der PlayStation 5 mit der Elgato nicht mehr so streamen kann oder nicht mehr so einfach streamen kann wie mit der PS4. Und da muss ich mich jetzt natürlich auch erstmal wieder reinfuchsen, dass es natürlich wieder eine Top-Qualität für euch hat. Ich möchte einfach kein 0815-Video hochladen und sagen, ja, frisst oder stirbt. Das möchte ich einfach nicht machen. Ich möchte einen Standard beibehalten und genau das seid ihr mir auch wert. In diesem Sinne möchte ich mich natürlich auch bei allen bedanken, die weiterhin supporten und weiterhin hier an diesem YouTube-Kanal gebunden sind, sage ich mal, die einfach nicht gegangen sind. Liebe Leute, Küsse gehen auf jeden Fall raus, fühlt euch gedrückt.
Finde ich mega. Ich möchte, wie gesagt, immer noch eine geile DayZ-Community. Und bevor ich es vergesse, liebe Leute, es gibt bei der PS4 ab sofort keine Communities mehr. Ne? Mit dem nächsten Update wird es irgendwie überspielt und dann gibt es keine Communities. Das bedeutet, wenn ihr auf jeden Fall immer auf dem Laufenden sein möchtet, dann tretet einfach bei mir im Discord bei, da es keine PS4-Community mehr gibt, aber der Discord natürlich noch aktuell ist, werdet ihr immer die neuesten Events, die neuesten Videos und die neuesten Infos zu mir oder zu uns natürlich erhalten und dann seid ihr immer ganz vorne mit dabei. Den Link findet ihr auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Liebe Leute, wir wären dann auch schon wieder am Ende von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, du weißt Bescheid, ein Däumchen nach oben, abonnier den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal.